So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. In einem Kommentar wurde gefragt, ob ich mir nicht mal SIM24 und da insbesondere den Unlimited-Tarif mal anschauen kann und meine Meinung dazu kundtun kann. Mache ich natürlich gerne. SIM24 selber kannte ich so in der Form noch nicht. Man stolpert ja ab und zu mal über so Namen, deswegen kannte ich den schon irgendwie, habe mich aber selber noch nicht damit beschäftigt. Es gibt ja viele so, Anführungszeichen, Marken im Internet, die oft so spezielle Zielgruppen abziehen, dann aber zu irgendwelchen größeren Anbietern gehören. So ähnlich ist es hier auch, wenn wir jetzt hier mal runterscrollen, dann sehen wir hier, das gehört einmal zu Drillisch und damit zu United Internet, also das, was wir unter 1 und 1 im Wesentlichen kennen. Netztechnisch, ich habe hier mal den Netzcheck aufgerufen auf der Webseite, das sieht mir sehr nach Telefonica und O2-Netz aus an der Stelle. Ja, es gibt 5G-Tarife, DSL, WLAN, alle diese Sachen gibt es da. Wir schauen uns jetzt aber hier mal speziell die Handy-Tarife an. Aktuell gibt es hier eine Aktion. Mein Verdacht ist, dass es hier immer eine Aktion gibt, weil eigentlich nur die Tarife mit dieser Aktion bzw. dem Preis sind wirklich interessant. Es gibt hier für 5 Euro einen 6 GB Tarif, was ich durchaus okay finde. Was besonders schön ist, ist auch, alle Tarife sind auch monatlich kündbar buchbar. Das Einzige, was sich dann erhöht, ist der Bereitstellungspreis. Ja, für 5 Euro 6 GB und Telefon-Flatrate und SMS-Flatrate ist soweit in Ordnung, wenn man nicht so hohe Ansprüche hat und nicht so viel braucht. Auch 6,99 für 15 GB ist durchaus okay und der kleine Sprung hier macht dann eigentlich schon deutlich, dass man halt dieses Angebot hier drin hat, dass man sich wahrscheinlich überlegt, naja, für 2 Euro mehr kriege ich hier deutlich mehr Datenvolumen, da buche ich doch lieber das. Das nennt sich Marketing. Aktuell gibt es hier noch den PowerSurf-Tarif für 30 GB für 11 Euro. Das muss ich sagen, ist schon ein recht gutes Angebot, wie ich finde. 30 GB, das ist so ein Bereich, wo ich jetzt dann auch schon so halbwegs hinkommen würde und das Ganze für 11 Euro ist schon mal nicht schlecht. Aber das in Anführungszeichen Highlight oder das Interessante ist der Unlimited-Tarif für 29,99. Schauen wir uns den Unlimited mal an. Oben steht Unlimited und hier unten steht dann 50 GB plus unbegrenzt. Nun, was heißt denn das Ganze? Das Ganze läuft so, dass wir 50 GB im Monat so zur Verfügung haben und wenn ich das dann erreiche und mehr brauche, kann ich nachbuchen in 2 GB Schritten. Das Ganze kann ich in der Servicewelt dann machen, kostet dann auch nichts extra, kann dann online nachbuchen. Das einzige Nervige ist halt, dass ich dann online gehen muss, mich einloggen muss und das Ganze freischalten muss. Der Hintergrund, der dürfte der gleiche sein wie hier bei O2. Da hatten wir ja, das müsste letztes Jahr gewesen sein, da ging ja der Preis von diesem Unlimited Max Tarif ordentlich nach oben, hier auf 100 Euro. Und einigen Kunden ist auch gekündigt worden, weil die das Ganze einfach als Festnetzersatz verwendet haben. Gut, ist ja auch verlockend, ne? Ich habe dann einfach einen Tarif und spare mir dann den DSL-Anschluss, wenn ich eh unbegrenzt surfen kann. Allerdings wollen das die Mobilfunkanbieter, ja, die sehen das nicht so gerne. Deswegen gibt es jetzt hier den Unlimited On-Demand-Tarif, der ist ein bisschen so ähnlich. Der Unterschied ist jetzt hier, dass ich jeden Tag 10 GB Datenvolumen habe und dann jeweils am Tag dann 2 GB mit einer SMS nachbuchen kann. Der Grund ist einfach, wenn ich das Ganze so habe, dann kann ich das nicht wirklich als Festnetzersatz verwenden. Nehmen wir mal an, ich lade jetzt hier irgendwie ein Spiel runter bei Steam, 100 GB und bin dann über den 50 GB schon drüber, dann müsste ich mich 50 Mal einloggen und die 2 GB dann abrufen, was natürlich sehr, sehr umständlich ist und deswegen ist das Ganze als Festnetzersatz natürlich dann nicht attraktiv. Für unterwegs ist das, denke ich, ganz okay, auch der Preis, ich habe 100 Mbit Geschwindigkeit, das ist soweit auch okay und ich habe unlimitiertes Datenvolumen. Das heißt, selbst wenn ich die 50 GB erreiche, kann ich jeweils immer nachbuchen, ist ein bisschen umständlich, aber prinzipiell geht es. Ob es die 29,99 Euro wert ist, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie denn das Nutzungsverhalten ist. Ja, wenn ich das sage, 50 GB reicht mir in den meisten Fällen, dann kann ich nachbuchen, dann passt das soweit. Ansonsten gibt es auch Alternativen, wo ich dann eben nicht solche Faxen machen muss, wie zum Beispiel hier von O2 bei Freenet hier, Mobil Unlimited Smart, der kostet das gleiche jetzt hier. Da muss ich solche Faxen nicht machen, habe aber dann hier den Nachteil, dass ich hier nur 15 Mbit an Geschwindigkeit habe. Da ist die Geschwindigkeit dann halt gedrosselt. Und dann ist eigentlich die Geschwindigkeit so der Faktor, dass ich das Ganze hier nicht unbedingt als Festnetzersatz verwenden kann. Also der Tarif ist soweit, finde ich, ganz in Ordnung. Er ist jetzt kein absolutes Oberhighlight. Auch nicht für den reduzierten Preis, wie ich finde, und für den Originalpreis schon gleich gar nicht. Ich denke, der Originalpreis steht auch bloß hier, damit man den durchstreichen kann, damit es eben deutlich günstiger aussieht. Es ist in Ordnung, aber wie gesagt, kein Highlight. Was ich aber gut finde, ist, dass das Ganze hier monatlich kündbar ist, der Preis dann monatlich auch nicht hoch geht, sondern einfach nur der Bereitstellungspreis dann, ja, die 10 Euro muss ich dann halt einwerfen. Gut, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, in die Kommentare, können wir noch ein bisschen diskutieren und ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom eKiwi-Blog.